Hallo Leute, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ihr seht gleich den dritten Part von Kirby's Dream Land, der fliegende Schrecken. Hallo Leute und willkommen zurück zu Kirby in der dritten Folge. Ich habe direkt nach dem anderen Let's Play direkt im Anschluss weitergemacht, weil habe wirklich Angst hier nicht mehr zu dieser Stage zu gelangen. Wir haben jetzt komplett alle 5 Leben. Ihr seht da schon wieder was schießen. Schon wieder ein neues mysteriöses Monster. Die Schnecke sucht uns heim, Leute. Die böse Schnecke aus der Nachbarschaft. Die Bombe, die explodiert, schon eingesaugt. Oh, da müssen wir aufpassen. Die Teile fliegen runter. Ihr seht da an dem Palm so eine... Oh, ein springender Fisch. Ein springender Fisch. Oh, da schießt auch wieder eine komische Maschine. Aber fliegen wir jetzt einfach mal dran vorbei. Und die kann ich nur erworfen nach. Dann müssen wir erst irgendwie vor... Die Schnauermaschine hoch, wenn vor... Ist auch wieder eine komische Maschine. Aber fliegen wir jetzt einfach mal dran vorbei und die Kanonenkugel erwischt uns nicht. Oh, habt ihr das gesehen, wie knapp das war hier, wie beim Matrix unterwegs. Und da die Schnecke, die müssen wir töten. So eine ekligen, glitschigen Schnecken, die kommen ja auch im Sommer, glaube ich, jetzt wieder raus. Oder waren die nicht schon? Ich weiß gar nicht, wann die Viecher wieder geboren werden. Das sind diese kleinen Nacktschnecken, meine ich da, die... Kann euch ja mal Bilder einblenden von einer süßen Nacktschnecke. Diese kleinen, glitschigen Viecher... Oh, das Leben, ganz wichtig. Nein, nein, es war das... Nein! Ich hab versagt. Nee, diese, können wir die abschießen, zack, oder? Jo, die können wir abschießen, oder so machen? Hopp. Weil wir haben noch zwei, oh, der ist zu tief. Oh, gehen wir mal rüber, da kommt eine Schneckenparty lang gerannt. Die Bolognese. Oh, schön zwei Sachen eingesaugt. Gleich mal mit den zwei Sachen hier rein. Och man, du Arsch. So, und was fliegt denn da lang? So eine kleine Maske. Mit Gesicht. Hier müssen wir aufpassen. Da sind Pika. Ich habe Angst, dass unten noch mehr kommen. Oh nein, diese Maske kommt. Oh. Zack. Ja, da müssen wir kombinieren. Dann können wir schießen. Dann ziehen wir den. Knallen ihn ab. Oh, hier finden wir was. Das ist ja wie mein Minecraft. Man muss sich hier durch die Höhlen jagen. Aber ein Leben haben wir noch nicht gefunden. Also, ich bin der Meinung, es gab damals Leben. Ich kann mich an Leben erinnern. Dass man so ein... Und was war das denn? Die sind ja mysteriös, die Teile. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Oh, hier unten ist nichts. Die hat mich verarscht. Oh, ey, nur noch ein Leben. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir uns merken, wie die agieren. Ich hoffe, dahinter ist eine Tür. Oh. Oh. Ja. Müssen wir aufpassen, dass wir oben nicht in die Pika. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Können wir ziehen? Ach Kirby, du bist doch klein. So sieht's aus. Oh, was ist das hier? Oh, wir schwimmen wieder, Leute. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Hier können ja immer unter Wassermonster kommen. Oh, Level Up! Ja, was heißt Level? Das war hart. Okay, Leute, ihr seht die gute alte Zeitraffer, wenn wir gestorben sind in Spielen und ein bisschen länger wieder laufen müssen. Bis gleich. Ich werde wieder labern. Klingt wieder lustiger. Ist einfach so. Leute, wir sind zurück. Wir sind irgendwie einen anderen Weg gegangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, man geht immer andere Wege. Oder das heißt immer andere Wege. So, als wenn es neu generiert ist. Auf jeden Fall sind wir einen anderen Weg gegangen. Ich sehe da unten. Wir haben jetzt so eine Special-Fähigkeit, aber ich sehe hier so einen Geheimgang. Oh, da ist ein Level-Leben ab. Oh, wir haben das andere Leben ab gar nicht bekommen, habe ich mitbekommen. Weil wir sind ja gar nicht den Weg gegangen. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir nochmal auf den Weg zurückgelangen. Aber ich bin nicht der Meinung. Vielleicht gehe ich hier ein bisschen zu aggressiv vor. Geh da rein. Oh, 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 oh. Geh da rein, geh. Oh, ein Stern. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Jetzt kommt der Bossfight. So, Leute, der kackende Stern fliegt wieder los. Wieder auf der Suche. In ein kleines Loch, wo er stecken bleibt. Wird hochgezaubert. In die Wolken, Leute. Wir sind im Himmel. Aber das ist nicht Stage 4. Das ist nicht die nächste Stage. Sondern immer noch die gleiche. Es sieht so anders aus. Hier wieder so ein Special. Ach, die Zitrone. Oh, was ist das denn? Ist ja hier wie bei diesem... Guck mal, wie, eigentlich ist es geil, was man hier in dem Spiel noch so erlebt. Das ist nicht die ganze Zeit fliegen und nur... Na gut, jetzt fliegen wir und schießen nur, aber auch mal...
Okay, aber es hat auch nicht mehr viel Leben, aber wir müssen ja nicht weit laufen. Hier lang. Dann den Stern rausschießen. Die Zitrone sammeln. Und dann geht's auch wieder los in den Bossfight. Zack, 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 zack. Oh, da haben die gut gehittet. Ein paar Hitten. Zack, zack. Da konnten wir ein bisschen hitten. Aber er verliert anders Leben als wir. Da muss man ihn ein bisschen öfters treffen und den Teil natürlich ausweichen. Oh, er kommt hier mit so einem Torpedo-Hub. Ein Torpedo-Hub. Und jetzt machen wir ihn erstmal platt hier. Zack, da kommt doch mal eine Dreierschusskanone raus. Aber wir haben ihn eigentlich im Griff. Wir müssen aber auch aufpassen. Und da haben wir den Superstern sozusagen. Den Superstern. Schön, da tanzen wieder Leute, die Kirbys. Und das sagt euch eigentlich wieder. Wir sind zur Stage 4, die Bubbly Clouds. Die wolkigen Wolken sozusagen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Kirby's Dreamland wieder. Erstmal noch das Viehschiff vernichten. Oh, und dann haut rein, Leute. Tschau.